können so grausam sein. Oh. Hey, Mahi! Hello there! Ich bin nicht sonderlich scharf drauf, meine Shinshumas Ferronungel zu bekommen, aber vielleicht immer noch besser als gebusert zu werden. Der kann alles, was Mahi wollte? Krass. Hey, was soll das? Du Trottel, hast das Shinshuma-Klux umgeworfen. Ups. Na sowas. So ein Fufnex. Keine Faxen. Verstanden? Das ist doch Tuck, der gute alte Tuck. Ach, ich kann nicht laut mit ihm reden. Dann fliegt sein Versteck auf. Ach, zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und verstehen uns auch ohne Worte. Jetzt bin ich gespannt. Hey. Oh. Klar und deutlich. Was? Dann hat sich das Training ja gelohnt. Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Ich glaube nicht, dass er das... Nicht doch, du beschämst mich. Ja, gut. Einmal, Sir, reicht vollkommen. Ja, Sir. Kommen wir nun zu meinem Plan. Du musst Hilfe holen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Offensichtlich eigentlich nein. Obwohl ich so eine Flasche bin. Soll er sich jetzt noch wirklich du ein? Du schaffst das, Tuck. Das ist wieder so genial, Spielchen. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Oh Gott. Mal, probieren wir es einfach. Okay, auf mein Kommando. Er kann mit den Ohren wackeln, cool. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht. Lasst mich einfach zurück. Du schaffst das, Tuck. Hat wer Lust, Leute? Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Und los! Abbruch, Abbruch! Was? Es ist so still hier. Ich wittere einen Hinterhalt. Flasche ist leer. Gut beobachtet. Dann müssen wir eben härtere Geschütze auffahren. Das war eine geile Szene einfach, ohne Ton. Also die Nase von ihm verstört mich auch. Ich musste auch richtig drauf gucken die ganze Zeit. Du musst die Utopianer überwältigen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun. Sagt er jetzt wieder nur das Gleiche? Ah. Sobald ich die Deckung verlasse, gibt es kein Zurück mehr. Du schaffst das, Tuck. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommandos. Okay, auf mein... Wenn ich es nicht schaffe... Ja, wissen wir. Du schaffst das, Tuck. Wissen wir. Es war mir eine Ehre unter Ihnen. Wissen wir auch. Und? Wissen wir auch. Abbruch, Abbruch. Hat er so ein Ding überhaupt in der Hand? Mit der Flasche als Alkoholiker verstehe ich. Ich habe keine freie Schusslinie. Okay, ich kümmere mich darum. Bin noch nicht 13, das ist vollkommen egal mittlerweile. Warte einfach 101. auf das Signal. Es gibt jetzt Einstufung. Ich habe alles verstanden und werde genau das tun, was du von mir erwartest. Er hat einfach gar keinen Plan, aber okay. Du kannst, ist es egal, welches Level du bist? So. Es funktioniert. Was? Oh, habe ich jetzt verkackt? Das trifft sich gut. Ich habe die Sicherung gefunden. Gut gemacht, Kugo. Oh, oh. Jetzt steht wieder alles. Und? Habt ihr euch entschieden? Wem soll ich das Gehirn löschen? Wir brauchen mehr Bedenkzeit. So eine Entscheidung trifft man ja nicht jeden Tag. Man muss alle Pro, I und Contra abwägen. Habt ihr vielleicht so einen Flipchart, wo man was draufmalen kann? Schluss mit diesem Fufnox. Ich nehme einfach, dich. Nein! Was? Wieso mich? Weil du hier offenbar der Klassenschmogo bist.
Versucht nicht dagegen anzukämpfen. Das macht die Schmerzen erträglicher. Wir starten, sobald der Shinshuma-Klubs aufgeladen ist. Jetzt! Was soll das darstellen? Einen epileptischen Anfall? Hörst du nicht? Jetzt! Glaub nicht, dass deine eigenen Pantomimenkünste irgendwas ändern. Verdammt nochmal, Tuck! Das war das Signal! Was denn für ein Signal? Wenn ich so mache, bedeutet das jetzt! Du Holax, da ist ja noch einer! Jetzt was? Egal jetzt! Um den kümmern wir uns gleich! Es heißt, jetzt werfen! Oh weh. Jetzt! Und Energie! Wirf schon, wirf! Zu spät! Kopfballprofi! Haben wir es verkackt? Ups. Tja, den Rest der Geschichte kennt er. Was? Ohne die Erinnerungen an seine Abenteuer jenseits der Zeit ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. Viel Spaß, Wonder Woman. Er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Am Ende jedoch ließ er los. Und fiel. Bis plötzlich. Nein! Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell, Moment. Den Teil kennt er ja noch gar nicht. Los! Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht. Was? Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen sein. Das konnte ich nicht zulassen. Ach, aber Haare abschneiden, das geht. Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen. Halt! Jetzt sind wir Level 33. Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also, zum letzten Mal, lass ihn los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur. Ihr blöfft nur. Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze. Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher. Also los jetzt. Hoch mit dir. Achso, wir müssen uns hochziehen. Ja, das kriegen wir easy peasy hin, weil wir sind richtig stark. Aha. Na, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Dieses Mal habe ich dich gerettet. Sieht so aus, als wären wir quitt, was? Tja, sieht so aus. Leider hat die Sache einen Haken. Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblufft. Hä? Aber fliegt das Timepod nicht? Was zum... Hey, wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben. Hörst du, Goal? Wir leben Nein, noch. Sag mir nicht, wir... Goal ist tot. Goal? Goal? Oh nein, nicht doch! Goal! Goal! Chillbot-Akkus auf Tiefstand. Gefahr, Gefahr. Lebensmittel aufbrauchen oder Akkus neu laden. Puh, was ist los? Was? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Offenbar meinten die Utopianer das mit dem Kaltmachen noch wörtlicher als befürchtet. Warnung. In 512 Meilen Entfernung wurde ein Plasmasprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktion.
verbreiten sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit über den Planeten. Strukturelle Integrität der Schrottkruste wird in einer Minute versagen. Warnung. Ich verstehe nichts mehr hier. Moment mal. In einer Minute geht die Welt unter? Und ich, Trottel, hab vergessen, die Post abzubestellen. Oh. Mein Gott. Schon toll, so ein Multifunktionskühlschrank. Sag mir nicht, die machen sie gleich Indiana Jones nach. Jetzt können wir doch noch mal zusammen die Welt retten. Müssen wir den Tim Bensko aber auch mitnehmen. Wieso? Hast du einen Plan? Hetz mich nicht. Noch ist die Minute nicht um. Wir machen jetzt nicht wirklich gleich Indiana Jones nach, oder? Machen wir anscheinend nicht. Warte, möchte ich mal eben... Komm hier rein. Sich in einem Kühlschrank vor einer nuklearen Explosion verstecken? Das ist selbst für meine Verhältnisse minderhirnig. Okay. Okay. Sie verarschen Indiana Jones, aber es ist... Chronokar, aber natürlich. Kurbeln um dein Leben! Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Oh, bitte nicht. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich sehe keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Das ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Oh Mann. Ja, das war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Gold. Mal wieder. Gold vergisst uns ja sowieso jedes Spiel, von daher. Sind wir jetzt wieder bei den Gläsern? Oder beim... Ja. Wir sind wieder beim Start des Spiels. Flippt halt aus hier. Das geil wäre es natürlich, wenn das Spiel jetzt sagt, so, ich muss jetzt nochmal alles genau spielen. Nein. Bitte sag mir nicht, dass es so läuft. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Bitte, ey, das Spiel darf jetzt wirklich nicht schon wieder von vorne anfangen. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Die verarschen mich doch jetzt gerade, oder? Und dann Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Die verarschen mich schon doch das da gerade, oder? Verarschen die mich gerade? An die Arbeit. Nein, stopp. Sag mir bitte, das Spiel verarscht mich gerade, bitte. Ich hatte die so ist letztlich Toni, was habe ich an... Nee. Ich habe nicht gespeichert, ne? Ja, aber wir kommen hier gar nicht raus. Dann nehmen wir halt alles mit, ein Spiel als Endlosschleife. Das wäre richtig. Das Feuer ist aus. Kein Wunder. Das Feuer ist an. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata. Aha. Hey, stopp. Sie können hier nicht parken. Sie. Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Ich sitze am besten im Stuhl schon irgendwie. Was? Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blucks. Shinsuma-Klucks. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre. Der immer gleich... Oh Gott! Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt.
Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chrono-K erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ach, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbrechen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Keine alte Rufus. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird. Hey, einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass der Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif für ein weiteres brillantes Rufus-Manöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Hä? Ein Dino. Wer sind die denn? Der dir gleich den Obuff aufreißt. Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Freut euch nicht zu früh. Rufus. Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Hilfe, ich verstehe das alles nicht mehr. Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber... davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. So, was denn jetzt? Have a friend. Das Telefon, Joker, vielen Dank für deinen Follow. Willkommen bei uns verrückten Birdies. Hey, wer was? Ist das? Zimmerservice, okay? Aha. Wir sind hier alle, glaube ich, extrem verwirrt. Ob das... weil keiner weiß, was eigentlich hier abgeht. Und ja. Irgendwas ist anders. Ich habe das Klavier zerstört. Was? Es ist der berühmte Elefant im Raum. Das Spiel macht mich aber auch kirre. Du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Was denn jetzt? Was denn jetzt? Was denn jetzt? Oh Gott, er trampelt sogar. Stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. Was passiert hier? So. Nein, nicht das Terminal benutzen. Goal, bitte kommen! Was tust du da? Wegrennen? So. Jetzt bist du dran. Wozu hat man Nachbarn? Nein, ehrlich, wozu? Milch klauen kann man auch von Leuten, die weiter weg wohnen. So. Klau die Milch. Jetzt bist du dran. Und weiter. Okay, die gehen jetzt hier rum. Jetzt kriegen wir dich. Okay. Gehen wir hier rein. Benutzen die Milch mit dem Timepod.
Und, Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein... Okay. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Hm. Oh nein, was müssen wir denn jetzt tun? Immer dieser Zeitdruck. Was müssen wir denn jetzt tun? Uhr. Das sind aber ganz schön viele Uhrenzeiger. Kein Wunder, dass der... Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie mich anlachen? Egal. Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Nee. Ohne Werkzeug kann ich diese... Na sowas. Hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Hör mal kurz vorhin, alles klar. Oh, mir erzählt, dass sie mal eine Zahnspange... Wozu hat man Nachbarn? Nein, ehrlich, Milchklauen... Hä? Ach Gottchen, jetzt wiederholt sich gleich wieder alles, weil ich schon wieder nicht weiß, was ich tun muss. Warte, mit der Zange... Hä, wir hatten die Zange gerade schon im Inventar. Da. Hab sie. Und jetzt? Ach, wartet. Hallo? Okay, ich komme hier nicht hin. Oh Gott, ich hab's doch fast. Es ist noch nicht zu spät. Okay, keine Ahnung. Hab ich dich endlich! Gibst du freiwillig auf oder müssen wir dich gewaltsam aus dieser Zeit entfernen? Scheiße. Solange man mir eine Waffe vor die Nase hält, ist das sowieso nicht freiwillig, oder? Stimmt auch wieder. Versteh das alles nicht! Huch! Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City, die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja! Aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nichts, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein, tut es nicht. Nun lass mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausend Mal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen, fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Ich glaube, wir müssen es jetzt schon wieder spielen, kann es sein? Wir haben es echt verkackt gerade. Mist. Hey, okay, nehmen wir den Helm. Dann kommt der Elefant wieder. Yep. Ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Es ist auf jeden Fall schon mal richtig, dass wir einmal herumlaufen müssen. Beziehungsweise die Milch mitnehmen und, Milch geholt? Check, mehr war nicht abzugreifen. Okay, das haben wir schon mal gemacht. Da müssen wir das mit den Zeigern machen. Jetzt haben wir auch noch ein bisschen Zeit gespeckt. Jetzt hab die Zeige doch schon viel... schon längst im Inventar. So. Und jetzt? Was müssen wir denn jetzt tun? Müssen wir vielleicht irgendwas mit den Bildern hier machen? Ich werde bestimmt nicht nicht. Okay. Nacht! Es ist noch nicht zu spät. Ich weiß nicht genau, was wir tun müssen. Weil hier können wir nichts machen mit der Milch. Wir können hier nur den Knopf drücken. Und das scheint ja nicht... Keine Ahnung, oder doch? Oder nein? Oder doch? Nee. Nichts. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Was ist hier die Wegfahrsperre? Das verstehe ich nicht. Was ist hier die... loses Panel? Na sowas. Aber sie ist... Warum ist sie leer? Müssen wir hier was reinstellen? Dafür brauche ich... Oh. Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant ihretwegen hinter mir her ist. Dafür brauche ich einen Hund. Dafür brauche ich. Dafür brauche ich. Ich verstehe es nicht. Na sowas.
Hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Warte mal, wir warten jetzt einmal kurz, dass die Zeit abläuft und dann probieren wir das. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was das... Na sowas, hier hab ich dich endlich. Oh! Na sowas, hier ist eine Nische. Sie ist leer. Ich schon wieder. Jetzt müssen wir... Och Mann, ich hasse das mit dem Beitrag. Hey, ja, Zimmerservice, bla bla bla. Wir müssen doch in diese Nische gehen und einfach warten, dass der Elefant wegläuft, oder nicht? Vor allem, es ist so ärgerlich, weil wir so kurz vor dem Ende des Spiels sind und es funktioniert einfach nichts. Okay, hier, mach das. Na sowas, hier ist eine Nische. Aber sie ist leer. Für mich will er aber auch nicht reinstellen, ne? Ja, wir können noch intergehen, genau, wenn er gerade reinkommt. Wir kommen zurück. Der Elefant. Wir kommen zurück. Hier können wir auch nichts machen, ne? Cole hat nie erzählt, dass sie... Oder? Ich weiß nicht genau, ob das der richtige Weg ist. Das ist schon mal aktuell nicht der richtige Weg. Das wissen wir wohl. Könnten noch eine zweite Zange nehmen, die wir nicht brauchen, weil wir schon eine haben. Deswegen stellen wir uns jetzt wirklich... Müssen wir hier ein richtiges Timing haben, einfach. Müssen wir halt immer warten. Das ist voll doof, dass so die... Dafür brauche ich... Und? Warum sagt er denn bei der Milch das Einzige, was anderes? Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant... Wahrscheinlich als Hinweis, dass man selbst hineingehen soll, irgendwie. Ich glaube, sobald die Tür aufgeht, muss ich draufklettern. Oh. Shit. Okay, rausgehen ist eine ganz, ganz dumme Idee. Aber das bringt einen gerade ein bisschen zur Verzweiflung. Wir sind der Zimmerservice, wir wissen das mittlerweile, das haben wir schon ein paar Mal erlebt. So, Rufus geht jetzt, holt jetzt eben die Milch. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey! Stopp! Milch geholt? Mehr. Wozu hat man Nacht? Nein, Milch klaut. Es ist noch nicht zu... Ja, Zeiger. Da. Hab sie. Da sind aber ganz schön viele Uhrenzeiger. Kein Wunder, dass der Organon immer so pünktlich ist. Ja, das Wackeln, wenn der Elefant läuft. Ja, das ist schon sehr witzig. Verdammt, ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich vermute, dass wir hier genau in dieses lose Panik reinklettern müssen. Weil die Milch will ja nicht reinstellen. Und ich habe echt gerade sonst keine Ahnung, weil wir auch mit nichts interagieren. Warte, wir können mit der Vase interagieren. Das Kristallglas-Trauma sitzt mir zwar immer noch im Nacken, aber mir geht... Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen, aber mir gehen auch langsam die... So lang... Hoppla. Super. Ein bisschen Glück kann ich gut gebrauchen. Können wir die Scherben jetzt reinwerfen? Dafür brauche ich... Und? Was machen wir mit den Scherben? Kommt schon. Jetzt glitzert hier nicht nur so rum. Macht euren Job. Bringt Glück. Echt jetzt? Es ist noch nicht... Was? Was? Super, ein bisschen Glück, kann ich. Ist es jetzt. Nanu, Toni hatte recht. Nicht alle. Keine Nägel, keine Zecken, keine. Nein, hierfür brauche ich keine Zange. Kann man damit eine Brille basteln? Eine Brille basteln? Es ist noch nicht. Ich wüsste gerade nicht wie, Dark. Ich kann mir den beim nächsten Mal im Timeport reinhauen, weil ich habe jetzt eh nicht mehr so viel Zeit. Flucht. Ah! Ich verstehe nicht, was zu tun ist. So ein Scheiß, ey. Nicht, dass sie noch einmal sehen muss. Ja, blablabla. Ich verstehe nicht, worauf es hinauslaufen soll. Was hat es mit dieser Kackschnische? Mit dieser verdammten Nische da gerade zu tun. Was?
Milch geholt. So, Zeiger ab. Haben wir die Zeiger. Dann machen wir die Vase kaputt. Können wir noch irgendwas anderes? Wir haben die Kohlenzange, eine zweite, eigentlich die wir nicht brauchen. Ich die, aber mir geht so lang. Okay, jetzt haben wir die Scherben. Hol die Scherben. Das sind nur Bilder. Das sind alles nur Bilder. Hol die zweite Kohlenzange, warum auch immer. Kohlenzange packen wir jetzt. Ja, da brauchst du nur die Finger, blablabla. Jetzt gehen wir mal einmal ins Timeboard. Können wir hier irgendwas machen? Können wir hier irgendwas machen? Nein, die kommen wir nicht mehr ins Inventar. Vielleicht ist die Nische nur eine Ablenkung so. An der Stelle 4 Episoden.